Grüß Gott, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt und aus meiner Sprechstundenerfahrung verrate ich Ihnen jetzt, wie ich bei Kindern Holz, Spreisel oder Dornenfremdkörper oder was für Glassplitter oder was für Fremdkörper auch immer aus der Haut entferne. Ich nehme an, Sie wissen, was das ist. Das ist eine Splitterpinzette. Vielleicht haben Sie ein ähnliches Gerät auch zu Hause. Und vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass Sie damit selten einen Fremdkörper aus der Haut bekommen. Die Haut hält einen Fremdkörper so fest, dass in der Regel dieses Teil abrutscht und man eigentlich nicht so richtig zum Erfolg kommt. Und ich habe bei Kindern, wenn ich so etwas entfernen möchte, nicht allzu lange Zeit und nicht viele Versuche, weil wenn ich stärkere Schmerzen verursache, dann verweigert das Kind die Mitarbeit. Welchen Trick wende ich an? Ich nehme ein Gerät, was man eigentlich zum Blutabnehmen benutzt. Eine Kanüle. Und diese Kanüle, die ist aufgrund ihres geschliffenen Zustandes absolut bestens geeignet, um Fremdkörper aus der Haut zu entfernen. Und zwar setze ich die Kanüle seitlich am Fremdkörper an und verhake auf diese Weise mit der Spitze mit dem Fremdkörper und kann ihn dann in der Regel rasch und in der Regel auch schmerzlos aus der Haut herausziehen. Danach kommt einfach nur noch eine Desinfektion dieser Verletzung, eine Pflasterversorgung mit einem Tupfer Jodsalbe drauf und dann ist der Fall gegessen. Die meisten haben deshalb Einlagen in den Schuhen. Das Problem der Einlagen ist, wenn sie gut sind, tun sie weh und etwas, was weh tut, wird nicht gern freiwillig getragen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Kinder, die Einlagen haben, dieselbigen nur viel zu kurz oder in der Regel überhaupt nicht tragen. Trennungskinder. Ich werde bisweilen von Eltern besucht, abends zu einem Gespräch gebeten, wo sie mich bitten, was können wir als Eltern tun, um unseren Kindern Leid zu ersparen, weil wir uns trennen werden. Es wird oft nicht verstanden, was mögliche Gründe dafür sind und wenn Sie dieses Video gehört haben, werden Sie etwas mehr verstehen. Wann wird es uns schlecht? Und das gilt sowohl für uns Erwachsene als auch für Kinder.